Ja, liebe Freunde der alternativen Politik, man sieht, dass die Bürger nicht vergessen haben, dass unser Ministerpräsident Söder ein Wendehals ist. Er hat ja selbst noch gefordert, er würde als damals Umweltminister zurücktreten, wenn bis 2022 nicht die Atomkraftwerke in Bayern allesamt abgeschaltet werden würden. Und er ist natürlich trotzdem hier jetzt Ministerpräsident geblieben und er hat seine Meinung vollständig geändert, ist auf einmal für die Atomkraft. Nur die AfD hat seit Jahren dieses Thema bedient und eine klare Haltung gehabt. Aber die Bürger haben das nicht vergessen und bei der Großdemo in Erding, ja, da hat sich gezeigt, wie infantil unsere Politik geworden ist, denn die Bürger haben unserem Ministerpräsidenten entgegengerufen, hau ab, weil sie mit seiner Politik nichts mehr anfangen können, weil sie ihm nicht mehr vertrauen und weil sie genau wissen, dass er seine Meinung gerne mal um 180 Grad wendet. Und die Reaktion von unserem Ministerpräsidenten war doch sehr bezeichnend. Wie von einem kleinen Kind hat er dann gerufen, haut doch selber ab. Aber nicht viel besser ist dann unser Wirtschaftsminister Aiwanger, der hier davon gesprochen hat, dass die schweigende Mehrheit in Deutschland sich die Demokratie wieder zurückholen soll. Ja, und was erleben wir denn inzwischen hier im Plenum? Wir stellen Anträge, wir haben heute beantragt, einerseits, dass wir endlich unseren Posten als Vizepräsidenten bekommen und aber auch unseren Posten im parlamentarischen Kontrollgremium. Und zu beiden Tagesordnungspunkten hat die Mehrheit geschwiegen, sie haben gar nicht gesprochen, sie haben gar nicht reagiert, sie haben gar nichts gesagt, sie haben auf eine Aussprache verzichtet. Nur die AfD hat sich hier zu Wort gemeldet bei der Aussprache und darüber hinaus muss man auch sagen, sie haben uns auch nicht geholfen, die Demokratie zurückzuholen, nämlich uns unsere Rechte auf eine demokratische Teilhabe wieder zurückzugeben. Nein, sie haben unsere Kandidaten natürlich, wie erwartet, natürlich auch durchfallen lassen. Ja, liebe Freunde, so schaut es aus. Es wird einerseits hier danach gerufen, dass die Mehrheit nicht mehr schweigen soll. Selbst schweigen die Parteien aber dann im Plenum und sie sind auch nicht dazu bereit, uns unsere Rechte auf demokratische Teilhabe zu geben.